Ja, hi und willkommen, mein Name ist Andy Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Wir machen wieder so ein paar kleine Abstecher irgendwo anders hin, ne, bevor wir weitermachen. Und ja, ich bin jetzt hier. Ich habe ja die ganze Zeit hier versucht, hier auf dem verlassenen Damm hier oben hinzukommen, ne. Aber hier ist irgendwie so ein ödes Gebiet und so. Und da sind noch einige Sachen, ne. Warum ist hier die Markierung? Und ja, hier will ich ja irgendwie hinkommen, aber komme ich irgendwie nicht. Ich habe online nachgeguckt. Ja, eventuell wäre ich vielleicht selber drauf gekommen, weil hier haben wir ja 75% nur erkundet von diesem Gebiet. Ne, ich habe zwar hier schon alles gefunden, aber ich habe nur 75 von dieser Karte hier entdeckt. Und ja, eventuell wäre ich vielleicht selber drauf gestolpert, um fair zu bleiben. Ne, einfach nur weil hier sind einige Dinge auf der Karte, die ich noch nicht gefunden habe. Hey. Oh ja. Ja, aktiviert immer das falsche Ding, ja. Wenn ich das so früh aktiviere, ne? Verbrauche ich die ganze Zeit Macht. Ja, ich bin immer noch auf dem Grind für einige Trophäen, ne? So, und hier irgendwie, da muss ich hin. Weil da ist so ein blöder Gockel, ne? Und weiter habe ich das Video nicht angeschaut. Aber ja, anscheinend hat es was hiermit okay zu tun. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen freundlicher. Ruhig. Braves Mädchen. Also ja, weiter habe ich nicht geguckt, was danach passiert, aber... Ich müsste jetzt, ja, ich weiß nicht, wie ich im Leben darauf gekommen wäre, so, ne, von alleine. Da, wir aktivieren mal hier den. So, den Aufzug haben wir aktiviert, das heißt, wir können jetzt immer hier hoch und runter gehen, cool. Und ja, jetzt, wie gesagt, irgendwann wäre ich schon selber drauf gekommen, einfach nur, weil da noch irgendwie was am Fehlen war, so. Macht Rest. Ah. Könnte das jetzt schon wieder sein? Komm. Oh, so weit. Alles klar, gut. Zersplitterte Beweglichkeit, alles klar. Oh Gott, das sieht schon jetzt nervig aus, wenn ich jetzt hier jetzt mal dieses Ding aktivieren muss. Angeblich sollen diese Dinger irgendwie für die meisten Leute das Schwerste sein. Ich habe irgendwie so gegoogelt, was so andere Leute Meinung hier von einem dieser Jedi Großmeister, was einige Leute Meinung hier zu den Machtrissen auf Jedi Großmeister sind, ne? So mit den beiden Rancors und so, ne? Und da Überraschung, nicht viele Leute mögen die, ne? Aber die meisten Leute scheinen irgendwie diese Dinger viel mehr zu hassen, was ich jetzt nicht persönlich verstehe, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh mein Gott. Ja, natürlich sind die jetzt nicht. Natürlich sind die jetzt nicht auch super einfach, ne, aber ich finde die viel angenehmer, als hier gegen zwei Rancors oder zwei Octoboctus zu kämpfen, ne? Das ist ja mal gar kein Vergleich hier. Ja, hier musst du immer wieder. Ihr müsst immer wieder neu anfangen, wenn ihr irgendwie einmal runterfällt und so, ne? Aber mein Gott. Da ist irgendwie nur so, irgendwann lernt es halt ja auswendig. Finde ich jedenfalls, ne? Guck mal, wie schnell ich hier schon durchgehe. Das ist nur halt immer, du musst immer erst wissen, wo du hin musst. In diesem Ding hier habe ich so ein Gefühl. Das ist das größte Problem hier. Okay. So, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, ne? Jemand, ich muss hoch genug, ne? So,
Also das finde ich ist das einzige Problem, ne? Dass du nie weißt, wo genau du hin musst, ne? Wo geht's jetzt als nächstes hin? Ja. Aber ja. So, wo muss ich hin? Ich bin halt voll umfährt, diese Dinger hier. Ja. Ja. Genau das meine ich. Da ist das einzige Nervige daran. Aber hier zu machen ist jetzt nicht so schwierig. Wir haben sie halt so ein bisschen unfair hier gemacht. So hier so. Genau deswegen finde ich dieses Zeitlimit von diesen blöden Dingern voll dämlich. Da kommt noch so eine Idee, ne? Weil er schon richtig schwierig hier herausfinden, wo du überhaupt als nächstes hin musst, ne? Und dann kriegst du ja nur so ein Zeitlimit, wenn du auf diesen Dingern gehst. Ja, beweg dich lieber schnell weg davon, ne? Oder du wirst sterben. Oder musst du wieder von vorne anfangen. Aber ja, ist immer noch angenehmer als irgendwie gegen zwei Rankos oder zwei Octoboctus zu kämpfen. Der ist ja auch voll gestört. So. So, jetzt muss ich das Ding hier aktivieren. Ja, keine Ahnung, wo ich das hinbewegen muss, ne? Aber okay. Jetzt nicht gedacht, dass wir heute noch einen Machtriss machen. Ne? So, muss ich dahin? Ich weiß es nicht. Ja, muss ich. Boom. 5 Minuten. Fertig. Keine Frust, nur halt ein paar Mal neu starten, aber was soll man machen, ne? So, haben wir wieder einen Machtriss auf unseren. Das hat funktioniert. Auf unserem Konto. So, als jemand, der auf Jedi Großmeister spielt, finde ich diese Dinger viel einfacher als die Kämpfe, weil sobald irgendwas mit Kämpfe verbunden ist, auf Jedi Großmeister. Viel zu schwer, ne? Aber ich liebe es, wie ich hier mein Lichtschwert schwinge und nichts geht kaputt. So. Oh nein. Gott, jetzt muss ich wieder das Ding hier. Mann, aber wenigstens kommt ja einfach hin. Ja, aber eben du. Hab ich halt erwischt? Ich weiß nicht. Boah, lässt er mich mal in Ruhe. Naja. Tun mir ein paar Trophäen hier mach freischalten. Komm mal so. Ha, eins mit der Macht. So, jetzt will ich gerne mal Dinge einsammeln, wenn es geht, ne? Boom. Sieh mal, was wir gefunden haben. Dürfen eigentlich auch nicht mehr so viele übrig sein, ne? So, und hier müssen wir eigentlich die letzten Samen hier noch alle finden, ne? So, da war auch der letzte Machtriss, aber sagt mir jetzt nicht, ich komme ja nicht mehr hoch. Okay. So. Oh, ich habe die sogar auf der Karte verzeichnet, aber ich sehe die nicht. Ja. Das ist auch neu anscheinend, ne? Also kann ja nicht sein. Ich habe schon so viele von den Dingern gesammelt. Bin ich schwer vorstellbar, dass hier noch einige neu sind. Okay. Da guckt sich einer an. Ich bin ja am Schneiden, ne? Und der findet die nicht. Der kann ihn nicht schneiden. Was ist das denn? Ja, da ist das. Er ist unbesiegbar. Was sagt denn das über mein Lichtschwert aus, wenn ich noch nicht mal so einen Strauch hier schneiden kann? So, wir müssten jetzt
Wir haben alle Samen gefunden. Wir haben alle Datendisks gefunden. Wir haben die Musiktracks, müssen wir noch freischalten, ne? Hier müssen wir noch 6 finden. Hier geht es ja im Moment nicht weiter. Also ja. Okay, wir sind mit einer Sache schon mal fertig. Finde ich gut. Wir haben eine Trophäe freigeschaltet. Wir haben Machtriss abgeschlossen und Fähigkeitspunkt bekommen. Also ja, jetzt können wir mal kurz bei Dings vorbeischauen, ne? Schnellweise. Lass mich mal kurz zu Mantis. Also mal irgendwie besser, sich dahin zu teleportieren, finde ich. Und ja, dann weiß ich nicht. Wie sieht es mit Corvo jetzt aus? Für 98,4%. Also ich nehme an, wir sind eigentlich so kurz vor dem finalen Boss, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch viel mehr kommt. Lass mal hier gucken. Ist jetzt hier was? Hast du ein Ei gelegt mit dem Ding? Ne, okay. Oder was hier? Also ja, wie man das hier kriegt, weiß ich auch nicht. Also müsste ich wahrscheinlich auch irgendwann mal nachgucken, ne? Also spätestens, wenn ich irgendwie, weil ich die ganze Zeit am Suchen bin und selbst keine Lösung finde, dann kann ich mit mir vereinbaren. Ja, einmal, da muss ich nachgucken, weil sonst renne ich hier dutzende Mal durch die Gegend. Oder muss ich jetzt 2 reinpacken? Keine Sorge. Muss ich da 2 Leute reinpacken? Müssen wir ein anderer jetzt gerade hin? Ja, da war doch noch gerade einer drin. Was bin ich an? So. Dann gehen wir mal noch ein bisschen was aus hier, ne? Ich jetzt wieder den Eingang. Ich bin jetzt 1000 Mal reingegangen, nicht? Finde immer noch nicht den Eingang. Das ist nicht da. Doch, da ist der Eingang. So, die Musik ist alles abgestellt, ne? Also bleibt gefälligst wieder aus. Schwer, wenn das Ding schon wieder angeht, ne? Danke. So. Wir haben ja alle Daten des, das heißt, wir können, da sind bestimmt noch 1-2 Sachen, die wir nicht geholt haben, ne? Guck mal, ja. Kann jetzt eigentlich nichts Interessantes mehr sein, ne? Aber wir haben noch gar nicht alles rausgegeben. Buah. Ich nehme das hier. Und das hier und das hier. So. Los. Haben alle Sachen für BD1 gekauft. Dann habe ich meinen Puck, meine Pucks schon ausgegeben. Ich weiß es nicht. Lass mal was Neues. Die beste Auswahl im ganzen System. Ich glaub, du bist ja die ganze Zeit noch am Schlafen. Wie bist du auf Sorg Tormo und die Haxionbrut getroffen? Ah, das Übliche. Ich habe das Kopfgeld für einen Auftragsmörder der Brut abgeholt und Sorg hat weitere Leute auf mich gehetzt. Also die ganze Zeit so rumsitzt, triggert mich ein bisschen, ne? Die ist die ganze Zeit am Pennen. Damit hatte ich dann seine volle Aufmerksamkeit. Nicht viel später machte Sorg mir ein Jobangebot. Manchmal muss man ein bisschen verrückt sein, um im Spiel zu bleiben. Ja, das klingt richtig. Bob. Okay, das hat sie aber letztes Mal nicht gesagt, ne? Aber irgendwie geht es ja gerade nicht weiter, ne? Sie hat im finalen Boss erledigen, oder was? Sie hat irgendwie voll die Superboss oder so. Stimmt, ne? So. So, wir haben zwar noch nicht alle Dinger, ne? Wir haben noch nicht alle. Ich muss die Samen alle abgeben wahrscheinlich, ne? Aquarienfische 11. Aber ich habe doch 12. Dieses Spiel, ne? Alles klar. Ich bin jetzt extra erstmal da reingegangen und dann
hier rein, weil wenn ich jetzt hier Musik oder so kaufe, dann wird die wahrscheinlich wieder sofort aktiviert, ne? Oh, check, boom. Ja, bitte sehr. Ja, das gefällt mir auch. Corsair. Oh. Hab mich hierfür entschieden. Ich wusste, dass du das nimmst. Das würde dir gefallen. Oh. Sieht gut aus. Das hab ich nur für dich aufgehoben. Sehr so, 6 Dinger fehlen mir noch. Kommt das hin? Müsste eigentlich, ne? Ja, natürlich. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. OBD, nur weil eine Werkbank jetzt heißt nicht, dass du immer direkt dahin springen muss, ne? So. Corsair ist er nicht irgendwie jemand, der auf dem Schiff ist oder so? Oder verwechsel ich da gerade was? Ja, warum nicht, ne? Ja, ich sehe, da sind so Cowboy Höslein, ne? Ja, sieht jetzt nicht so gut aus, aber als wird's nicht so. Dann gehen wir noch mal kurz zum zu unserem Garten, weil wir haben jetzt alle Samen, ne? Muss ich natürlich wieder erst herausfinden, welche ich eingepflanzt hatte und welche nicht, ne? Was wieder voll nervig ist. Aber okay. Geht halt nicht anders, ne? Boah! Ey, yo, was geht? Oh, hallo. Ja, du sagst nichts, weil ich noch nichts eingepflanzt habe, ne? So. Willst du ein paar Samen pflanzen? So, jetzt muss ich wieder herausfinden, welche von denen alle neu sind, welche nicht. Boah. Ausgewachsen, ausgewachsen. Also wenn irgendwie mal so ein Lichtchen wäre, so, oh, das ist neu. Perfekt. Boah. Die Steuerung hier, ne? Samen, so. Ich muss die alle noch mal abtasten, ne? Das ist die Stelle. Ja, finde ich, ist eine coole Funktion, aber irgendwie interessiert mich das ja gar nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Das scheint eine gute Stelle zu sein. So, habe ich jetzt ein paar neue da reingepackt? Nö. Jede Pflanze bewahrt ein Geheimnis. Jetzt warten wir. Habe ich irgendwo was Neues noch? Ich glaube nämlich nicht. So, irgendwas Neues. Ich bekomme doch die ganze Zeit so eine Meldung, so, oh, die sind neu, ne? Anscheinend nicht. Ja, pflanz mal die ein. Das könnten wir hier einpflanzen. Ich wünschte, ich könnte mein Beet irgendwie leeren, so komplett. Damit ich mal von neu anfangen kann hier so. So, irgendwas Neues? Nein. So sammle ich die Dinger eigentlich. Du sagst nichts darüber, so, oh, du hast alle Pflanzen auf Kobo gesammelt. Oh, du bist voll awesome. So, nein, warum ist die Steuerung beim Pflanzen im Garten so nervig? So. Ja, nichts Neues. Nein. Alter.
Ich glaube, es gefällt Ihnen hier, Kumpel. Das kannst du nicht wissen, Karl. Glaubt ihr, die macht irgendwie ja mit Pflanzen zu reden? Ich glaube nicht, ne? So, irgendwas Neues? Nein, okay. Ich gehe jetzt ja jede einzelne Pflanze ab, wenn es da was. Wenn es unbedingt sein muss. Mit was abgeschlossen haben, ne? Damit ich weiß, ich muss ja nie wieder hingehen. Ich bekomme nur die ganze Zeit so eine Meldung. Ich nehme an, ich bekomme immer nur so neue Farben oder irgendwie sowas, ne? Von vorhandenen Pflanzen, die ich schon hatte, ne? Oh, nix. Immer noch nichts, okay. Das ist die Stelle. Next. Na gut, dann kannst du mich mal. Brauche ich ja nie wieder zurückkommen, alles klar. Also nicht so eine coole Funktion. So. Warten noch. Will ich noch irgendwie was anderes hier so nebenbei machen? Vielleicht noch ein bisschen gleich. Ich schneide euch dann gleich hier rein, wenn wir beim nächsten Mal da reingehen. Ne? Oh, guck mal, wie leer mein Inventar jetzt ist. Was habe ich denn hier noch? Musiktracks. 9 Tracks gefunden. Einen kann ich noch kaufen, das heißt, 2 muss ich noch irgendwo finden dann anscheinend. So, cool. Okay, muss ich die Fische irgendwie da selber reinpacken oder so? Oder habe ich die bei mir irgendwie drin im Inventar? Ja, ne? Keine Ahnung, ich habe eine Trophäe bekommen, weil Fische gefunden zu haben. Also okay, ne? Keine Ahnung. Weiß nicht, dann machen wir aber nicht. Ich muss mal gucken, ja, ob ich einige Machtrisse schon erledigt hatte oder nicht. Ich muss ganz eindeutig natürlich noch hier diese Rancor-Machtrisse und so machen, ne? Aber die werden auf niedrigen Schwierigkeitsgrad gemacht, das sage ich euch jetzt schon, weil ja, da tue ich mir nicht auf Jedi Großmeister an. Ich habe keine Chance auf Jedi Großmeister. Ich habe jetzt schon 12 Stimpacks, aber die machen keinen Unterschied, habe ich so ein Gefühl. Einfach nur, weil jetzt auch noch irgendwie was. Einfach nur eine Essenz. Ja. Sind hier noch. Ach, dieses Gebiet schon wieder. Boah. Bin ich dann hier schon wieder hin? Ich habe doch da alles erkundet. Könnte denn hier noch irgendwie was sein? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich ja noch nicht alles erkundet, sehe ich gerade. Hier fehlt irgendwie so ein Gebiet. Irgendwo. Frag mich mal wo, ne? Bestimmt irgendwie so ein Ort, wo ich so irgendwie hinfliegen kann oder so, ne? Ja, auf diese Dinger kann ich nicht achten, weil die werden mir immer angezeigt aus irgendeinem Grund, also die kann ich mich nicht verlassen, also ich hier. Das habe ich doch letztens ge... What? Hat er nicht gespeichert? Ich habe das doch... What? Ich habe doch letztens diesen Laser und so gemacht. Hat er danach nicht gespeichert oder was? Boah. So, wir sind hier. Ich habe dieses komische Ding eingesammelt. Wo auch immer das ist, keine Ahnung. Ich habe Beidhändigkeit bekommen, ne? Ich weiß nicht, warum der hat nicht gespeichert. Ich glaube, ich habe das Spiel irgendwie beendet, nachdem irgendwie, keine Ahnung. Wo ist Beidhändigkeit? Ich weiß gar nicht mehr, was das gemacht hat. Habe ich gar nicht nachgeguckt gerade. So, das hier. Bin ich mit verursachten Schaden. Ne. 3 Punkte dafür. Ich würde gerne eine Zahl haben, so wann vorübergehend, ne? So, wir gehen hier rein, ne? Wir versuchen das hier, ne? Spoiler, ich werde es nicht auf Jedi Großmeister machen, weil das ist mir einfach zu. Ne, das wird nie im Leben. Ich habe irgendwann vor, das Spiel auch
durchzuspielen. Und wenn ich irgendwie das versuche, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie 5 Parts, 10 Parts irgendwie da ansetzen. Und darauf habe ich echt keine Lust. Ich will das Spiel auch mal irgendwann beenden. Also ja, ich werde kein großes Geheimnis machen. Ich werde halt auf normal, auf einen normalen Schwierigkeitsgrad machen. Einfach nur mal mitgehört haben. Wer damit ein Problem hat, ist mir egal. Ihr habt gesehen, wie viel Probleme ich mit einem von den Viechern hatte. Dann werde ich ganz bestimmt mich bei dir bekämpfen. So. Boah, boah. Boah, die halten trotzdem voll viel aus. Irgendwas sagt mir, die werden sowieso viel schwierig. Irgendwas sagt mir, die werden trotzdem sehr schwierig sein, ne? Wie man sehen kann. Kann man da irgendwie ausweichen? Weil das ist ein sehr unfairer Move. Ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, man kann sich daraus befreien oder so. Ich denke, es ist immer noch aufgewühlt. Es gibt auch eine Trophäe, die heißt irgendwie Präzisionsfreigraben. Hat das irgendwie damit zu tun? Oder bevor der Rancorn irgendwie frisst, da ist irgendwie sehr viel Zeit so dazwischen. So. Deswegen weiß ich nicht. Kann man sich daraus befreien oder so? Weil immer one-shot zu werden, ist ein bisschen nervig dann. Ich weiß gar nicht, auf wen ich mich jetzt zuerst konzentrieren soll. So, alles, was ich machen muss, ist eigentlich nur diesen einen Angriff hier ausweichen, ne? Genau den. Okay, komm her. Jetzt gibt überhaupt keinen Unterschied. Grüß Gott. Aha. Okay, machen wir mal den hier. Also ja, jetzt nicht mal annähernd ein Unterschied hier, die Schwierigkeit gerade. Mein Gott, ey. Das ist ja lächerlich. Aber auf Jedi Großmeister hätte ich halt nie im Leben geschafft. Also nee, natürlich mir nicht an. Tut mir leid. Tut mir ja voll leid, dass einige Leute dann voll enttäuscht von meinen Können sind, ne? Aber so ist nochmal die Realität, ne? Manchmal ist Gewinnen einfach wichtiger, ne? Oh. Ich fasse nicht, wie einfach das im Vergleich zu jedem Großmeister ist, ey. Es ist nicht mal ein Vergleich. Einer. Ja, leider. Also, es ist nicht mal. Weiß ich nicht. Es ist nicht mal ein Vergleich. Also, die Gegner sind viel passiver, machen erheblich weniger Schaden. Also, ja. Ich kann es nicht mal vergleichen. Ey. Okay, das hat funktioniert. Ich keinen Punkt. Ja, und das alles für einen Fähigkeitenpunkt auch noch. Ne? Also, das macht hier irgendwie. Wenn ich jetzt irgendwie eine ultimative Waffe davon bekommen würde, ne? Ja, lass mich das hier mal versuchen. Lass mich das auf höher, aber versuchen. Also, wenn ich jetzt hier eine ultimative Waffe irgendwie so da was bekommen würde, ne? Dann wäre schon ein bisschen mehr gecheatet, ne? Aber. Da war nur ein so ein Fähigkeitspunkt. Mir mein Schaden wird sich gar nicht ändern, habe ich so gefühlt, ne? Ja, super. Selbst auf dem Schwierigkeitsgrad ist das noch chillig. Stimmt,
Was da? Geh weg. Gott, ich glaube, der hat seine Zunge. Aber ich habe keine Schüsse. Man geht doch mal ein bisschen auf Abstand. Na, ist der falsche. Oh Gott. So, einer erledigt. Mal Lichtschwert wir einsetzen, ne? Jetzt hatte ich halt auch noch ab. Mein Gott. Ins Gesicht. Ich weiß nicht, dass das so viel einfacher ist. So, jetzt gehen wir noch mal als Jedi Großmeister da rein. Also, pff. Um mal den Vergleich zu sehen, ne? Dann wird es wieder irgendwie tausendmal schwieriger. Pass auf. Jetzt ist es weg. Ich hatte eine an, ne? Jetzt gehen wir da als jede Großmeister rein, ne? Jetzt guckt euch das an. Ich mach da genau gleich hier, ne? Und ja, weiß ich nicht. Ich mach genau gleich viel Schaden, ne? Na ja, guck mal, wie viel Schaden ich hier habe. Ja, was soll ich? Hör ich das an? Ja, das ist nicht mal ein Vergleich. Also ja, nee, da tue ich mir nicht an. Sorry, da war so habe ich keine Lust. Ich will das Spiel heute noch, nicht heute noch, aber irgendwann noch mal erledigen. Ne, also ich mach's nur für die Trophäe. Ne? Meine Güte, wenn jemand damit ein Problem hat. Und ich weiß sowieso, der Weg ist, der wird sich wieder beschweren. Also nicht beschweren, der macht dann einfach nur, um mich zu ärgern. Ich weiß das doch. Meint sich, ich will meine Karte aufrufen. Irgendwie kann ich meine Karte nicht aufrufen. Und ja, ich weiß, der Weg ist, wird dann wieder irgendwie so was ablassen. Oh, du hast das nicht auf Jedi Großmeister abgeschlossen. Du bist ein Lügner, ein Betrüger. Ja, natürlich wieder irgendwie so was sagen, um mich zu nerven, aber mein Gott. Mach das doch selber auf Jedi Großmeister, wenn du damit ein Problem hast. Du dreckiger Casual Gamer. Werde ich dann sagen. So. Alles klar. Warte mal hier noch. Luftangriff, ja. Da haben wir bald auch alle Sachen. So, und dann mit dem Rancor Machtriss, das werden wir natürlich auch so abschließen, ne? Und dann weiß ich nicht, ob wir schon alle haben. Ne? Keine Ahnung. Aber wir müssen kurz nach Coruscant. Mach mal hier. Machen wir nicht schneiden, ne? Machen wir einfach hier so Coruscant und dann haben wir vielleicht alle Machtrisse. Ich weiß es nicht. Kann vielleicht mal sein, dass ich irgendwo einen verpasst habe, ne? Aber gucken wir mal. Wir müssen erstmal nach Coruscant und ich tue ich ja sowieso immer reinschneiden, wenn ich irgendwie den Planeten wechsle, weil meine Crew immer irgendwie was noch zu sagen hat, so hin und wieder, deswegen ja, macht jetzt keinen Sinn, hier einen Schnitt zu machen, ne? Ja, gehen wir kurz, da war ja Crossen, ne? Ja, Crossen, ne? Also gehen wir mal kurz hin. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Oh, wir sind so lange unterwegs, ich könnte ein paar Tage schlafen.
Aber Hauptsache, ich sehe Kata wieder. Warum tut Marin eigentlich immer so rübergucken? So, so ein Gremlin irgendwie. Vielleicht findet sie dort Freunde. Vielleicht. Die meiste Zeit bleibt sie für sich, um ehrlich zu sein. Ich war schüchtern, als ich in ihrem Alter war. Und schau an, was aus dir geworden ist. Nein, tue ich nicht. Ich schaue mal, so oft wie möglich in den Spiegel zu schauen. Okay. Hinsetzen. Wir sind da. Ich hoffe, das ist der letzte Machtriss, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Das war eigentlich nur in der Story, ja. Und die Kopfgeldjagden macht, ne? Wann auch immer die sich freischalten. Also ich muss wieder irgendwie was machen, was hier übersehen hatte oder so. So, was wollen wir machen? Ich will mal hier schon. Weil hier sind ja immer schon eine Menge Gegner, ne? Gehen wir mal auf jede Ritter, ne? Gucken wir mal. Wir laufen mal hier so durch, ne? Waffen sind schon alle in Ordnung, finde ich. Guck mal, wie chillig das jetzt hier sein wird, ne? Pass auf. Hey, was geht? Hey, einen Schuss habe ich aber. Ja. Also, warum hast du dein Ding abgebrochen? Jetzt nur noch ich. Da. So, das muss ich erstmal herausfinden, wo noch mal ist, ne? Da war irgendwo ganz am Ende, glaube ich, ne? Blöp hier, das ist auf Dächer. Der Grund, warum ich die jetzt alle machen will, ist, damit ich einfach schon mal die Fähigkeitspunkte bekomme, ne? Man bringt jetzt nichts irgendwie den mich irgendwie ja durch die Gegner zu kloppen und finalen Boss zu machen und dann irgendwie, ich will jetzt meine Fähigkeitspunkte alle erstmal haben, ne? Damit ich halt nicht achso, da ist der Machtriss, ne, der mir noch fehlt, will ich nicht unnötiges grinden, obwohl so viel gegrinden gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr, ne, weil ich schon alles fast gefunden habe, ne. Naja. Von daher weiß ich jetzt nicht irgendwie, ob ich noch viel durch die Gegend renne und irgendwie Gegner verprügeln, so wie hier. Okay, ich eigentlich gar keine Lust drauf. Die einzige Trophäe, die ich noch nicht verstehe, ist irgendwie diese, ich soll 10 Präzisionsfreigaben machen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, das Spiel mir irgendwie, glaube ich, noch nie erklärt so. Ja, was ist denn da passiert? Ja, die Blockanzeigen der Gegner sind so schnell kaputt, ne? Den Wolf werde ich noch 4 Gramm meschen. So, machen wir das hier mal und gucken, wie schwer ich das sein will. Ich könnte mir vorstellen, das wird sogar noch einfacher sein. Ist die Octobock-Dose. Das Einzige, was ich aufpassen muss, hier gegrabt zu werden. Boom, boom. Ja, so viel Schaden. Okay, okay, die machen immer noch viel Schaden. Aber ja,
guck dich da an. Es ist wie ein rundenbasiertes Kampfsystem hier. Ah. Oh, das ist vielleicht schlechtes Timing gerade. Was zieht denn da oben, Mann? Gib mir ein BD. Der ist ja immer noch langsam. Gott. Das ist der einzige Angriff, der mir noch Probleme machen könnte. Willst du mir mal? Jetzt wird er aggressiver oder was, weil der andere weg ist. Nein, komm schon. Ach komm schon, ey. Das ist... Boah, ist das dämlich, ey. Nachdem ich ja schon so gut wie gewonnen hat, kommt er mit so einem Mist. Oh. Hat er da schon gewonnen? Ist immer noch aufgewühlt. Ah, so ein Kack, ey. Ich setze die ganze Zeit den Angriff nicht ein, ne? Und dann, wenn ich ihn einmal und ich habe so das Gefühl, man kann sich daraus befreien irgendwie. Aua. Das ist ein Weg. Genau, war ich echt angesprungen, wenn ich gerade. Ja, was geht, na? Ja, dafür, wenn irgendwie mehrere Gegner nicht anvisiert haben, dann geht immer nur der, der irgendwie, weil nicht am nächsten ist, auf mich los. Nein, was zum. Mein Ding tut sich auch irgendwie voll schnell auffüllen, habe ich so gefühlt. Ja. Come on. So, jetzt kommt der direkt auf die los. Alter. Hier kommt er. Okay. Ich habe so viel Angst vor diesen Angriff, ne? Ah. Oh ja, ein Stück. Ist trotzdem voll nervig, der Kampf. Nein, das wollte ich nicht. Oh mein Gott. Ah. Ins Ohr. Hätte ihn immer vor, als würde ich ihn voll ins Ohr stechen. Blut, Schweiß und Risse. Ja. Damit haben wir auch alle Risse abgeschlossen. Ja. Nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, aber... Ist mir egal. Egal, ist mir egal. Okay, das hat funktioniert. So.
Macht ihr doch auf hier die Großmeister. Ich bin halt nicht so ein guter Spieler. So. Ich schon wieder eine Sache hier abgeschlossen, dann weiß ich gar nicht, was hier noch alles fehlt. Ne? Machtrisse haben wir schon. Wir haben. Dann kann ich die jetzt auf der Karte entfernen lassen, ne? Damit die mich nicht hier verwirren. Kann ich die verbergen? Ja, ne? Weil brauche ich alles nicht mehr. Sie wehren sich immer noch unklug. Ey, yo, was geht? Ah! Ich glaube nicht, dass sich mein Schaden erhöht irgendwie, wenn ich auf niedriger Dings spiele. Ich glaube nicht. Na gut. Dann weiß ich nicht, was wir jetzt noch machen. Ich habe es, glaube ich, vorhin 20 Minuten aufgenommen, ne? Und wie komme ich hier? Ich habe vorhin 20 Minuten aufgenommen, ne, mit den einer Machtriss, ne? Und jetzt noch mal 20 Minuten. Dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Sachen gleich hier suchen in dem einen Gebiet, ne? Kann ich mal holen? In dem einen Gebiet, wo wir letztens waren, ne? Wo wir letztens entdeckt haben, ne? In der Story. Ja. Weiß nicht, ob ich den Angriff einsetzen werde. Vielleicht. Sieht nicht schlecht aus, so ein Luftangriff. Aber erstmal nicht. So, Makao ist auch abgeschlossen, außer ich kriege irgendwann eine Kopfgeldjagd und muss nochmal hier zurückgehen. Wird Zeit aufzubrechen. Ich werde vielleicht noch das letzte Gebiet hier, wo wir vorhin in dem letzten Part waren, ein bisschen absuchen nach Gegenstände, ne, falls ich irgendwas verpasst habe. Aber ansonsten, hier bin ich falsch. Ansonsten war es das jetzt fürs Erste. So, hat meine Crew irgendwas zu sagen? Deswegen bin ich noch mal extra hier zurückgekommen. Legen wir unser nächstes Ziel fest. So, bei Jedha ist immer noch irgendwie so 97% oder so, weil ich irgendwie so ein Gebiet nicht gefunden habe. Noch immer das ist. Okay. Wie ist deine Tochter so? Klug, bezaubernd. Also nicht wie du. Sie kommt ganz nach ihrer Mutter. Und wo ist ihre Mutter jetzt? Tot. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Meine älteren Schwestern haben mich gelehrt, dass der Tod nur ein Schleier ist, den wir alle durchschreiten müssen. Ja, ich hatte nur gehofft, wir würden das gemeinsam durchstehen, weißt du? Ich verstehe. Okay. Ja, da warte ich schon. Okay. Dann sehe ich euch in einem Observatorium wieder. Sieh dir das an. So, hier habe ich noch eine Essenz gefunden. Ist ein bisschen laut gerade, weil ich Gegner getriggert habe. Aber die Klappe. Boom. Und ja, hier habe ich letzte Essenz gefunden in der Jurten-Kaserne. Was man machen musste, ist einfach nur hier rüber gehen. Ja, wenn ich das jetzt mal. So. Leiten spawnen die ganzen Gegner, ne? Und ja, alles, was man machen muss, jetzt einfach hier so rüberspringen, ne? Und boom. Und dann hier rüber, ne? Alles klar.
Da war sehr viel einfacher, als ich gedacht hätte. Ich habe schon direkt vergessen, dass ich da bin. So, nochmal das. Wieder eine Essenz gefunden. Alles klar, ich habe mich mal hierhin teleportiert und BD scheint schon direkt hier mit interagieren zu können. Karten-Upgrade, Upgrades. Upgrades. Essenzen? Ich glaube nicht, dass mir noch so viel fehlt gerade. Ich weiß nicht, ob mir das noch irgendwie was bringt. Ich kann Upgrades werden jetzt in der Holo-Karte angezeigt. So, hier war nämlich noch alles. Hier war das hier zum Beispiel noch letztes Mal rot, ist mir aufgefallen. Deswegen habe ich mir schon gedacht, irgendwie irgendwas muss ich neu machen. Vielleicht habe ich den Jedi-Tempel. Ich nehme an, hier diese Bilder sollen halt irgendwie so sagen, so wo das ungefähr sein soll. Aber ja, wenn man mehr irgendwie erkundet hat, ist klar, wenn man dann irgendwann hier die Dinge zu finden. So, jetzt habe ich noch das hier übrig. Und er ist immer noch rot, wenn ich mich irre. Die Tür ist irgendwie grün, aber das Ding ist rot auf der Karte. Ne? Ne, ja doch, die ganzen Dinger sind rot. Ich weiß nicht, was damit auf sich hat. Drücken wir mal hier. Ich weiß es nicht. Also irgendwas muss ich hier noch machen, nehme ich an, ne? Aber ich weiß nicht, was. Ich bezweifle, dass ich das irgendwie so abtreiben muss oder so, ne? Also ja, das bleibt noch ein Geheimnis im Moment. Aber je mehr ich erkunde, desto mehr wird das ja schon irgendwie, weil nicht offensichtlich sein, was ich machen muss, ne? So. So, meine mit Upgrades hier Dingens. Gerüchte. Ist meine damit Essenzen? Nee, ne. Weil sonst weiß ich jetzt nicht, wie mir noch helfen könnte. Ich glaube, ich habe doch alle Upgrades. Meine Droiden-Upgrades oder so. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht sehe ich es ja, ne, irgendwann. Aber im Moment sehe ich nichts, also scheint mir das gerade nichts zu bringen. So, ich werde wahrscheinlich den Party beenden, weil ich finde auf den ersten Blick jetzt nichts mehr, was ich noch machen kann, ne? Ich gehe schon über die ganze Karte und schaue mich hier so um, ne, aber irgendwie habe ich, glaube ich, alles, ne? Das letzte Gebiet wollte ich jetzt noch nicht erkunden, weil ich mir nicht sicher bin, wie weit ich da mich bewegen kann, ohne dass irgendwie, weil nicht die Story weitergeht oder so. Deswegen habe ich das erstmal gelassen und beim nächsten Part werden wir dann einfach da mal weitermachen, ne, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was passiert, ne? So, hier. Doch, die Essenzen werden jetzt hier angezeigt. Oh, guck mal hier. Das kann man ja mal noch machen, ne? Vielleicht. Ja, Diagnosenkorridor. Lass mal da hingehen. Vielleicht finden wir ja noch was. Falls die Story dann halt fortgesetzt wird, dann ja, ich bin am Aufnehmen. Von daher ist ja in Ordnung. So, also die werden angezeigt, die Upgrades. Upgrades. Ist ein bisschen blöd, dass das jetzt erst freigeschaltet wird, einfach nur weil ich schon so weit bin und fast alles hier eingesammelt habe. Deswegen ja, ein bisschen spät, ne? Also ruhig ein bisschen früher. Vor allem, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre jetzt irgendwie, weil nicht sehr einfach zu bekommen hier dieses Upgrade, ne? Deswegen keine Ahnung. So, das Upgrade da unten hätte ich vielleicht noch gerne, aber wenn ich mich hier an der Karte bewegen könnte, ne? Das wäre so schön. So, ich wusste jetzt nicht, wo ich schon irgendwie war und wo nicht. Da muss ich wieder da durch. Warte mal, ich kann auch jetzt einfach darüber, ne? Und da bin ich ja gekommen, oder?
Also immer noch nicht, dass BD nicht das am Erkunden ist. Das wäre ehrlich gesagt gut, wenn ich erstmal dieses Upgrade freigeschaltet hätte und dann die Essenz, ne, gefunden hätte, ne? Aber ne, ich bin noch zufällig drüber gestolpert. Da war ein Weg, ich nicht abgegangen bin. So. Das würde ich irgendwie gerne da unten lang gehen. Ja, komm mal hier, ne? Er sagt mir irgendwie, da ist keine Wand, aber er ist eindeutig eine Wand. Von daher verwirrt mich das ein bisschen. Also die Wand, die wird hier gar nicht angezeigt. Einbahntür, nein. Ne, warte mal, ist gar nicht. Was machst du da? Boah, was machst du da? Auf da runter zu springen. Gehen wir erstmal weiter ein bisschen. Die eine Trophäe habe ich jetzt auch freigeschaltet, war einfach nur, muss ich einfach nur das hier machen, dann im richtigen Moment, wenn die Gegner angreifen, muss ich den hier machen, ne? Dann wenn ich so eine, da tut sich so eine Welle irgendwie aktivieren und ja, oh mein Gott, was hat denn der? Woher kann man sich bestimmt voll amüsieren? Höheren Schwierigkeit dran. Aber was machst du da? Da kommt der Stücke. Und den hier. Ganz nah. Hoffentlich hast du was für Dagon aufgespart. Ich bin bereit. Was ist mit dir, BD? Oh, ist der direkt da oben? Ich will noch nicht gegen den kämpfen. Oh, Gott sei Dank. Das ist ein, halten wir einen Moment. Das ist ein sehr gutes Zeichen gerade. Und da kommt letztlich der Boss. Pass auf. Wir haben einen Kampf vor uns, Kerl. Ich bin bereit, wenn du es bist. Aber da geht. Nein, ich bin noch nicht bereit. Das können wir uns noch aufsparen bis zum nächsten Mal. Oh, die sind alle weg. Das hab ich verwirrt, das Layout hier so ein bisschen, ne? Und wo die Dinger sein sollen. So, 98,8 noch immer noch. Ich habe gerade ein paar Dinge aufgedeckt. So, was hier? Das muss ja wohl irgendwo hinführen, ne? Ja. Das muss doch irgendwo hinführen, da zum Beispiel, ne? Kann ich mich da immer nur an einen treffen? Kannst du mich nicht mal kurz darüber fliegen, Mann? Das ist unmöglich, wie sich das Spiel hat sich das unmöglich so gedacht, dass man das so macht, ne? Ah, man sich hier festhalten kann. Ja, jetzt hier wieder weiter oder was? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, ey. Mann. Das ist doch ganz sicher irgendwie. Das sieht so aus, als müsste man da hochgehen, ne? Wie hat sich das Spiel das denn gedacht, dass man das macht? Oh, das Ding macht sich. Hey, warte, warte, warte. Da kann man hoch. Das sieht tausendmal einfacher aus. So. Ja, wie war's? Wie war euer Tag so? Aber weswegen mache ich das? Da oben?
Und dann komme ich dahin oder was? Ah, nee. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ja, und dann? Ein bisschen unklar, was das Spiel von mir gerade will. So. Bin jetzt hier oben. Jetzt bin ich ja wieder hier. Moment, da hat mir was? Nicht hier richtig? Ja. Was? Bin mir ziemlich sicher, so war es gedacht von dem Spiel, dass ich das mache, ne? So. Schnabulisieren wir das noch, ne? Weiß nicht, wie lang der Part schon ist, ne? Könnte vielleicht schon voll lang sein. Aber egal. Ich brauche ein Stück. Oh, wieder normal. Das sieht mir jetzt aber, wo ist denn dieser Ort hier unten? So, was? Was? Wofür ist das der Weg da? Warum mache ich das ganze Fiasko da? Über mir ist auch noch irgendwie eins. So, hier über mir. Komm ich da hoch? Ja, wozu ist denn das Ding hier dann? Stehe jetzt nicht so ganz. Hey, was denn? Ah, nee, hier war ich mal, genau. Von hier bin ich mal gekommen. Warum stirbst du denn da? Das ist 5 Meter über dem Boden. Aber ich würde halt sogar mal leben ohne Schaden. Und manchmal ist das Ding auf, manchmal nicht. Okay, wo hast du mich gerade gespawnt? Bitte schön. So. Das Spiel wird immer kaputter, ey. Wo bin ich hier gerade? Das Spiel macht mich hier kaputt. Ich wollte nicht hier landen. Na gut, wenn ich irgendwo was finde, dann schalte ich euch noch ein. Ne? Also bis gleich. Ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt hier überall umschauen, ohne irgendwie die Story zu triggern, weil es sehr offensichtlich, dass es hier weitergeht. Ne? Von daher mache ich, versuche ich die Dinger ja noch zu finden und dann sehen wir uns. Ne? Bis gleich. Ich habe hier noch was gefunden. Und zwar, ich glaube, man kann so auch da rein, ne? So, wollen wir mal den hier? Geht nicht, alles klar. Darum ist nämlich die Essenz, ne? Okay, ich bin da gerade drüber gestolpert. Und muss halt von draußen machen, ne? Ja, aber das irgendwie drin nicht geht, anscheinend. Warum auch nicht? So. Nein. Jetzt muss ich hier so hin. Ja, wenn er klappen würde, ne? Ich habe da beim ersten Mal geschafft. Ah, geh jetzt da rein. Hey, wir holen uns noch die letzten Dinger, ja. Alles klar. Jetzt geh da rein. So. Gib. Wie meine zu den anderen hinkommen, weiß ich immer noch nicht, aber werde ich ja schon herausfinden irgendwie, ne? Ja, Erfahrungspunkte. Okay. Wird eigentlich nur noch das eine Ding hier. Hier habe ich irgendwie noch 2 Bosse gefunden. Was irgendwie komisch ist, weil ich dachte, ich habe schon alle legendären Gegner, aber okay. So, und hier muss ich noch gucken, wie man da hinkommt. Also, ja, keine Ahnung. Werde ich schon irgendwie finden.